Willkommen zurück zu einer neuen grünen Folge Assassin's Creed Valhallalalalalal. Freut mich, dass du da draußen wieder rein halalalalalst. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die wunderbar tapferen Menschen, die das letzte Video mit einer kleinen Bewertung unterstützt haben. Der Irrsinn geht weiter, das endlos lange, ewig lange Let's Play geht direkt in die nächste Runde. Und wenn ihr ein wenig unterstützen wollt, ihr wisst ja, wie es geht, einfach nur eine kleine Bewertung da lassen. Dauert nur ein Sekündchen, versprochen, Gewinnspiel läuft, solange dieses DLC hier geht. Also wahrscheinlich so ungefähr 40 Folgen. Na? So zarte 40 Folgen. Okay, was ist hier los? Gegnerz? Ja, hier sind wirklich Gegner. Einer ist schon mal tot. Der nächste ist auch tot. Das sollen wir also sichern. Alright. Ich kümmere mich drum. Wenn man sich auf einen Menschen verlassen kann, dann auf meine Wenigkeit. Was? Wie habe ich denn eben gerade bitteschön nicht getroffen? Schmuggler. Isar will sie hier nicht sehen. Burn den Mörder da hinten weg. Hier ist ja noch einer von denen. Was ist das denn für einer? Der Waffenknecht. Gut. Easy. Das war very easy. Kann es sein, dass ich ein bisschen zu stark bin für dieses DLC? Zumindest fühle ich mich so. Okay, ich kann hier was bauen. Bist du Eivor? Eivor? Der französische Eivor. Hörst du zu Isars Leuten? So ist es. Isar sagt, ihr beide wollt Felle gegen ein Geschenk eintauschen. Es wird König Flan beweisen, wie weit Baruts Handel reicht. Wir besorgen euch die Felle. Wie kann ich helfen? Mit mehr Vorräten könnten wir den Handelsposten ausbauen, um den Handel noch besser und schneller zu machen. Wo finde ich diese passenden Dinge denn? Ich würde in Klöstern nachsehen. Dort wirst du sicher fündig. Wie arbeiten du und Isar denn zusammen? Ich sammle Pelze, bereite sie auf und schicke sie nach Düflin. Isar kümmert sich dann um den Verkauf. Wir wollen den Posten ausbauen. Dann können wir mehr Pelzbündel lagern und sie häufiger an Isar verschicken. Ihr Land muss viele Handelsposten haben. In der Tat. Jeder von ihnen handelt mit bestimmten Waren. Hier sammeln wir Felle, woanders gibt es andere Güter. Danke dir, mein Freund. Gib auf dich Acht. Okay, also wieder Kloster plündern. Das finde ich ein bisschen schade. Also bis jetzt hebt es sich halt nicht so wirklich ab vom Hauptspiel. Im Endeffekt dasselbe in grün, wie man so schön sagt. Und hier passt es sogar mal wirklich, was ich irgendwie schade finde. Weil wir haben ja hier diese coole Thematik mit Druiden und Wolfskreaturen. Der Varg treibt sein Unwesen. Ich habe mir da doch ein bisschen, ja, was anderes erhofft. Aber machen wir mal weiter. Machen wir mal weiter. Wir wissen ja nicht, was noch alles kommt. Ja. Ne? Wir wissen es ja nicht. Okay, wo muss ich hin? Da hinten. Kloster plündern. Habe ich denn meine Boys? Weil da hätte man halt was anderes machen können. Es ist halt wieder so ein Kloster plündern. Da wäre doch mehr drin gewesen, oder nicht? Horn benutzen, Langschiff rufen. Hey, Männer! Ihr Hundesöhne! Na? Ah! Ja! So! Segel hissen! Hissen! Säkelhü! Hat die gerade wirklich Säkelhü gesagt? Ist eine Holländerin dabei, hä? Gut. Wunderschön. Oh, die Wolken. Auch die Effekte und so. Es ist schon irgendwie schön. Besonders, wenn das Licht stimmt. Wenn es nach mir ginge, dann hätten wir nur diese Lichtverhältnisse. Ey, na los, Männer! Dann lass mal plündern und ein bisschen Blutgesang. Das ist ja wohl das Mindeste hier.
Also jetzt gerade wunderschön auch so die Texturen und alles. Sieht echt schnieke aus. Wir spielen es auch auf einem echt guten PC, muss man dazu noch sagen. Mit einer 3090 drin. Ja, die volle Verwöhnpackung. Aber dann gibt es wieder so Momente, wenn dann die Dämmerung kommt, dass es dann wieder so matschig hässlich aussieht. Also hier, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo das Licht so eine große Rolle gespielt hat für die optische Qualität. Elitekrieger. Alter, was ist das hier bitteschön für ein Kloster? Der heilige Ronny wird hier angebetet. Eine reiche Ernte. Eine reiche Ernte. Ja, kaputt getreten. Abschau. Die dumme Sau. Leute, hier drüben. Hey, komm mal her. Hey, komm mal her. Komm mal ran, du. Okay, wir haben nicht unsere Materialien, die wir schon gesammelt haben. Ergibt auch irgendwie Sinn. Denn wir sind ja auf einem völlig anderen... Bam, in einem völlig anderen Gebiet. Was? Ja. Ja, warum wiederholst du alles 10-mal? Da kann ich schon verstehen, dass man dann natürlich keine Vorräte hat, also keine Materialien zumindest. Wisst ihr, welches Spiel ich richtig gut fand? Vikings. Battle of Asgard, hieß das so? Ich weiß nur noch Vikings. War ein Xbox 360-Spiel unter anderem. Gibt's mittlerweile auch für PC. Kam vor ein paar Jahren auch dann für PC raus. War erst ein reines Konsolenspiel. Und das war so eine Mischung aus einem klassischen Hack and Slay à la God of War oder Devil May Cry oder sonst irgendwas, ja, was so in dem Genre zu tun hat. Nur in der Open World. Und man hat aber die Welt verändert. Die Welt war befallen von Draugen und Finsternis und Bösem. Und sobald man aber so ein Gebiet freigespielt hat, hat sich das dann auch alles gewandelt. Ja, dann wurden auf einmal irgendwie Blumen auf der Wiese und das wurde hell und grün und lebendig und der Tote wich aus diesem Bereich. Und das war schon ganz cool, so auch optisch. Und man hatte dann auch so richtig geile, pompöse Schlachten, die dann so echte Strategie-Elemente drin hatten. Das war ein sehr cooles Spiel. Ich glaube, von Sega kam das. Sehr, sehr cooles Spiel. Und ich würde es halt geil finden, wenn man die Welt ein bisschen verändern könnte. Ja, wenn man also wirklich dann irgendein Gebiet von irgendeinem Trupp befreit hat, das dort regiert hat, dass es dann halt auch wirklich anders aussieht. Uiuiuiuiui. Uiuiuiui. Der Ketchup-Mann. Ja, ja, komm, Vibe, komm. Oh, mein Knie. Mein Dank. Geh mal ran hier. Vibe. Das war's. Verschwinden wir. Echt jetzt? Das war's wirklich? Das sollten genug Vorräte sein, um etwas zu bauen. Ja, das würde ich halt cool finden. Oh, Buch des Wissens. Neues Wissen gibt es auch. Eine neue Fähigkeit, der Rauchpfeil. Aha. Ja, das würde ich halt cool finden, wenn sie so ein Element eingebaut hätten. Weil das war echt cool, dieses Wikinger-Spiel. Hat richtig Spaß gemacht. Würde ich gerne nochmal spielen. Aber ich glaube, als Let's Play juckt die Leute dann auch nicht mehr, weil ein bisschen älter. Es hatte auch nicht so eine starke Story. Ich weiß gar nicht, ob das auf Deutsch war. Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das einmal durchgespielt, auch alle Gamerscores gemacht, damals auf der Xbox 360. Hat mir richtig Spaß gemacht, das Spiel. Aber keine Ahnung, ob das überhaupt Deutsch war. Und die Story kann ich mich auch nur noch vage erinnern. Ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal sehen würde, dann ja. Ich vergesse normalerweise nie Geschichten. Aber ja. Alles habe ich davon auch nicht mehr im Kopf. Wer segelt? Singt. Hat schon Spaß gemacht damals, das Spiel. Also derjenige, der gerade singt, der singt in höchster Qualität. Der singt wirklich in absolut höchster Qualität. Segel einholen. Segel nieder. Segel nieder. Leider. Auch hier so die Steine und so, das ist schon hübsch. Jetzt. Hey, Simba. Los.
Los! Verarsch mich nicht, ja? Straße folgen nicht verfügbar. Ich dachte eben schon, wo ist denn da auch eine Straße? Ja. Es war halt ein Spiel, dass dieses, die Welt verändert sich und man hat halt wirklich so dieses Gefühl, ich erobere etwas. Das hat halt das Spiel unglaublich gut vermittelt, Vikings. Unglaublich gut. Und dieses Element finde ich immer total toll bei Open-World-Games, wenn die sowas einbauen. Ja. Dass man halt dieses Gefühl der Veränderung hat. Super geil, finde ich. Früher gab es halt echt ein paar gute Spiele. Zur PlayStation 3-Zeit. Ich suche auch irgendeinen, dass der Ausflug erfolgreich war. Ja, der war ganz in Ordnung. Ja, können wir machen, du. Du alte Pissbirne. Was haben wir denn hier? Truhe plündern. Ja, ich suche auch die ganze Zeit nach so einem Spiel. Wahrscheinlich werde ich es auch finden, wenn ich mich mal ein bisschen konzentriere darauf. Das war so ein Riot-Game. Für die alte Xbox und ich glaube auch für die PlayStation 2 war das. Das war so ein Riot-Game. Also nicht im Sinne von Hersteller Riot. Wir schicken die Fälle nach Difflin. Saar wird dir helfen, noch mehr Posten zu finden, die du übernehmen kannst. Gehab dich wohl. Sondern es ist irgendwas... Ich glaube, das hieß auch irgendwas mit Riot. Wo du halt wirklich randalieren musstest. War hier, soweit ich weiß, noch indiziert. Wie alles, was Spaß gemacht hat. Ja, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte den alten Simba herpfeifen. So. Du Löwenvieh. Oh, was war das? Ein Luchs? Oder eine gewöhnliche Katze? Ich glaube, ein Luchs wäre ein bisschen größer. Und dieses Spiel, das will ich auch mal spielen. Das hatte ich sogar irgendwo mal. Hab's bei einem Kumpel angezockt. Ich glaube, das war noch PlayStation 2 Area. Das war kein PlayStation 3 Spiel. Die alten Games. Sie müssen mal wieder rausgeholt werden. Könnte ich mit dem Emulator spielen? Das Geile ist an den Emulatoren... Wenn man da ein bisschen sich auskennt, kann man den auch hochskalieren. Habe ich zum Beispiel damals gemacht bei meinem Wii-Spiel. Da habe ich ja dieses Deadly Creatures gespielt, was auch ein extrem cooles Spiel war. Ich wünsche, sowas gäbe es nochmal wieder in die Richtung. Hat mir richtig Spaß gemacht. Sagt man, wir so eine starke Strömung. So, ich habe die Mission gemacht. Sie war spektakulär. Ja, dann könnte ich vielleicht das Spiel noch ein bisschen hübscher machen. Dieses Riot-Game könnte ich mir sogar vorstellen. Darauf stehen die Leute, weil man halt randalieren darf. Simple Gewalt lieben wir doch alle, oder? Eivor, die Fälle aus Ratoin sind angekommen. Nun können wir sie gegen Flans Geschenk eintauschen. Komm, sieh im Lager nach. Okay, wir plündern jetzt hier Fälle. Isar, du hast einen Handelsposten. Ich habe es von dem Händler selbst gehört. Wir haben genügend Felle für Flans Geschenk. Hier, nimm. Schließe den Handel ab. Okay, Moment. So, ausgeliefert. Okay, fertig. Feine Gewürze, die es sonst nirgendwo gibt. Ich sorge dafür, dass sie für die Krönung geliefert werden. Flan wird sicherlich die Stärke von Düflins Handel erkennen. Wo wir davon sprechen, es gibt überall in Irland verlassene Handelsposten. Du schlägst vor, dass ich sie einnehme, um Düflins Reichweite zu erhöhen. Wir erhielten dadurch Zugang zu Waren, die wir sonst nicht in die Hände bekämen. Eine große Beute. Ich halte nach Gelegenheiten Ausschau. Doch zuerst suche ich Barret auf. Er wird von Flans Geschenk erfreut sein. Na, da bin ich ja mal gespannt. Handel in Irland. Schiebereien in Irland. Wer kennt's nicht? So, wieder ein bisschen gelevelt. Na, 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 nice. Okay, wo ist der Typ? Wahrscheinlich im Longhouse. Hä?
Höchstwahrscheinlich im Longhouse. Barret, Flans Geschenk ist auf dem Weg nach Mide. Sehr gut. Ich war gerade bei den Aufbruchsvorbereitungen. Aber nun steht dem etwas im Weg. Was ist es? Flans Dichterin, Kira. Sie war hier, um eine förmliche Einladung zu überbringen. Und nun weiß ich nicht, wo sie ist. Glaubst du, sie ist in Schwierigkeiten? Nein, ich glaube, sie vergnügt sich irgendwo, wandelt auf Düfflins Märkten. Aber wir brauchen sie. Die oberste Dichterin ist ein wichtiges Mitglied des Königshofs. Ohne sie kann keine Krönung stattfinden. Ich werde sie finden. Wo treffen wir uns? Bei den Toren Düfflins. Ich bereite die Pferde vor. Bei den Toren Düfflins. Alright, mein Schwert, es glüht. Oh, wunderschön. Okay, wo seid ihr dann? Zeig mir, was vor uns liegt. Irgendwo hier. Beim Stall? Okay, der Markt. Warte mal, hier nehme ich ein bisschen was zu snacken mit. Aufstieg stimmt uns alle fröhlich. Reinen Blut mit Gut. Sandy Cheeks? Oflan ist er nicht stattlich. Er, der, und jetzt was, dass ich reim. Genug gejault! So haltet doch den Mund, um unserer Ohren willen. Sicher doch, du Fohl. Ihr seid doch alle gleich. Greift euch das Weib! Verflucht, lass deinen Vogel im Käfig doch singen. Mist. Hatte gehofft, ein paar tontaube Dänen wären offener. Bist du Kira? Halte sie fest! Die Wunder enden nicht. Wie viel Ärger kann man haben? Tut mir leid für dich, aber sie kommt mit mir. Nein, nein, nein! Sie wird sich für diese Schmach verantworten! Ich bekomme dich nicht umgestimmt? Du schuldest mir was. Darf ich eine Frau verprügeln? Oh ja, das finde ich gut. Nicht, weil ich gerne Frauen verprügelt, sondern weil ich mir immer denke, hey, wir reden doch hier von Gleichberechtigung. Also immer schön drauf. Oh, 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 die hat aber auch einiges drauf. So, die ist schon mal K.O. Wie ist sie den anderen? Ich meine, wenn so ein Weib eine dicke Lippe riskiert, sieht aus, als hätte dann muss sie auch kämpfen. Sich mit dem Boden angefreundet. So, meine holde Maid. Auf die Beine, Skalde. Ich armes Ding. Alles um mich dreht sich. Ein kaltes Bad wird das schnell beheben. Ach, ist sie nicht süß. Und rein da. Einfach ertränken. Du Schafshirn! Was soll das denn? Es wird dir das Ale austreiben. Wenn du glaubst, ich würde dich nach Temer schleppen, irrst du dich. Temer? Warte mal. Wer bist du? Barret schickt mich, dich zu holen. Er wartet bei den Ställen. Ah, ein Bote. Sag mir, wie viel würde ein Bote verlangen, um Barret nichts von dieser Schlägerei zu erzählen? Er bindet mir eine Wache aufs Kreuz, wenn ich das nächste Mal in Düfflin bin. Dieser Mann ist manchmal so empfindlich, verstehst du? Ja, Barret und ich sind Familie. Nun, ich denke, dann hat mir mein Mundwerk für heute genug Ärger bereitet. Öffne es vielleicht seltener, bei mir klappt das gut. Sollen wir? Die werde ich auf jeden Fall flachlegen. Ey, so ein Blick war das eben gerade. Was
Aerith hat nie von dir gesprochen. Welchen Namen trägst du? Eivor. Ich komme aus Nordwege und siedle nun mit dem Rest meines Clans in Engelland. Ein Clan, ja? Sind das alles Faustdonnerer wie du? Diesen Fäusten verdankst du auch weiterhin singen zu können, Dichterin. Wohl wahr. Barrett! Ich begann schon, mir Sorgen zu machen. Was hielt euch auf? Es gab Schwierigkeiten. Na, wozu die Anspannung? Sollen wir nach Temer aufbrechen? Wir wollen doch nicht die Krönung verpassen. Nach dir. Ich reite meinen Löwen, ja? Das Geld kostet, der wird geritten. So, ja, reden wir. Ich war überrascht, ein Mitglied deiner Familie zu treffen, Barrett. Eivor erzählte mir, er käme aus Englerland. Ja, um dabei zu helfen, Düflins Handelsbeziehungen zu stärken und wertvolle Güter aus fernen Ländern zu erhalten. Bald wird Düflin Herz des irischen Handels sein, das jedem einzelnen Königreich zugutekommt. Das wird den zukünftigen Hochkönig sicher erfreuen. Ja, und auch abgesehen vom Handel hoffe ich, dass Flan Düflin als Freund und Verbündeten sieht. Du und viele andere. Eine Beziehung zu Barrett wäre lohnenswert. Dein König wäre töricht, dies von der Hand zu weisen. Es scheint, Eivor ist nicht auf dem Laufenden über unsere Königsgeschichte. Wir hofften, ein Treffen mit Flan zu vereinbaren. Es ist mein Wunsch, unsere Bande zu stärken. Kannst du dafür sorgen? Möglich. Sehen wir einmal, wie der Abend verläuft. Sieht ja schon mal sehr ansprechend interessant aus. Neues Gebiet. Gut. Dann hopp. Beeilen wir uns. Wir wollen doch nicht so spät kommen zur Krönung. Erster. Wo bleiben die denn? Okay, ich kann nicht mal sprinten. Ah, kommt. Ihr Schnecken. Beeindruckend, oder? Es wurden keine Kosten gescheut, so viel ist sicher. Hohe Dame! Einer der Priester ist verschwunden. Sein Zelt ist ein Schauplatz der Gewalt. Ich fürchte Schreckliches. Verschwunden? Bist du sicher? Vielleicht ist es harmlos, vielleicht aber gefährlich. Wo ist Flan? Er ist noch nicht angekommen. Das gibt uns etwas Zeit. Kira, verhalte dich, als wäre alles in Ordnung. Barrett und ich gehen dem nach. Wo ist das Zelt? Den Hügel hinauf, links. Seid vorsichtig. Dann schauen wir uns das mal an. Erst mir ein bisschen Muni klauen. Okay, was ist hier nur geschehen? CSI Wallahalla. Der Abend der Krönung. Und schon braut sich Ärger zusammen. Bleib ruhig und in meiner Nähe. Noch wissen wir gar nichts. Hier ging etwas Düsteres vor sich. Wir müssen dem Blut folgen. Ein saftiger Braten. Gehen wir zurück und folgen einer anderen Spur. Das Blut führt uns vom Hauptlager fort. Vielleicht zu jenen Zelten? Okay, gehen wir erstmal hier hin. Echte Detektivarbeit. Die Blutspur endet hier. Wohin fuhr dieser Wagen? Diese Geschichte wird wohl ein trauriges Ende nehmen. Das fürchte ich auch. Und das an solch einem wichtigen Tag. Flans Krönung verläuft vielleicht nicht wie erhofft. Also, der Wagen ist hier den Weg runtergerollt. Alright. Na, wir können mal ein bisschen abkürzen. Mann, ist das wieder ein Wetter, du. Komm mal her. Jetzt. Alright.
Dann folgen wir mal der Karrenspur. Was siehst du da oben, Sünin? Da. Dort vorne ist ein Wagen. Sieht nach einem Unfall aus. Erkennst du ihn? Das ist Zenan, der Priester. Die Schweine haben ihn entkleidet. Dieses Lager dort, wem gehört es? Enach Dub ist kein Lager, obwohl es so scheint, als hätte jemand eines daraus gemacht. Gehen wir. Los! Okay, eine Verschwörung ist im Gange. Dort. Und jener Enach Dub. Bist du auf der Puste? Folgt mir nach. Wow. Da! Da! Oh. Da kommen sehr viele, mein Freund. Sehr, sehr viele. Lass die Deckung oben! Was? Wie habe ich den eben gerade nicht getroffen? Nicht gut, Mann. Dann eben so, Mr. Waffenknecht, Sir. Wir sollten ihn durchsuchen. Ein Auftrag, Flan zu töten. Der Brief ist ohne Siegel. Ein unbekannter Feind. Komm, wir müssen Kira diese Neuigkeit überbringen. Ich folge dir. Du hast dich wacker geschlagen, das muss ich schon sagen. Solcherlei Zusammentreffen sind dir wohl nicht fremd. So schlecht hast du dich auch nicht angestellt. Ja, wir haben heute den Tod eines Königs abgewendet. Wenn wir nur wüssten, wer dahinter steckt. Hast du keine Ahnung, wer so weit gehen würde? Jeder der nördlichen Inel käme in Frage. Es sind jedoch die Könige von Ulet, die Flan besonders verabscheuen. Anderer König, selbe Geschichte. Gier nach Macht, Neid, Korruption, Hass. Eben die Dinge, die wir alle lieben. Eine große, düstere Verschwörung ist im Gange. Und wir werden uns natürlich darum kümmern, wer denn auch sonst. Du übernimmst den Löwen? Alles klar. Da hat aber jemand Balls. Da hat aber jemand richtig dick Balls. So, wo ist die Alte denn? Hier drüben. Erkenntnisse? Der Priester ist tot und seine Mörder auch. Räuber. Ich fand dies. Das ist der Befehl, Flan zu töten. Einer von ihnen sollte sich als Priester verkleiden und während der Krönung Flans Kehle durchtrennen. Direkt vor unseren Augen. Warum solch ein Wagnis eingehen? Warum nicht Gift oder ein Angriff im Schlaf? Gift könnte nicht wirken und ihn im Schlaf zu töten erregt nicht genug Aufsehen. Du hast recht. Der Mörder wäre nicht lebend davongekommen. Er war bereit zu sterben. Wer immer das auch geplant hat, will Flan fallen sehen. Wir müssen ihn warnen. Nach der Krönung. Ich werde dies nicht an ihm nagen lassen. Flan hat es sich verdient. Er wird es genießen. Sucht ihn danach in seinen Gemächern in Darrach auf. Er wird sich dort Zeit für euch nehmen. Wenn ich mich nun entschuldigen darf, ich muss mich zurechtmachen. Komm mit mir, Ava. So schmutzig war das Wasser doch gar nicht. Du weißt nicht viel über die Rolle einer Dichterin, was? Erhelle mich. Gerne. Nun, worauf wartest du? Ich möchte mich zurechtmachen, ohne Gesellschaft. Ich sehe hier andere Könige. Die Nachricht von Flans Amtseinsetzung hat sich weit verbreitet. Komm, gesellen wir uns zu ihnen. Ist er das? Flan? Ja. Was tut er denn da? Ihn segnen. Abt Owen ist der höchste christliche Würdenträger hierzulande. Sein Segen bestätigt, dass Flan bereit ist, in die Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten. All dies geschieht vor dem Lehe Fall, einem heiligen Stein, der rechtmäßigen Königen eine lange Herrschaft schenken soll.
Und, klappt das? Kommt darauf an, was du für lang hältst. Krönungen dauern sehr lang. Wo ist das Essen? Du hast dich nicht verändert. Ich bin hier, da kann ich mich auch erfreuen. Und damit haben sich Flans Feinde vervielfacht. Die Kriege von Königshäusern dauern lang. Ist er klug, wird er auf Verbündete aus sein. Er ist klug, aber auch gefühlsgetrieben. Sein Plan, den Norden zu bezwingen, fußt nicht auf dem Wunsch nach Macht, sondern seinem Blutdurst. Auf unserem Ritt aus Düflin ließ Kira durchblicken, dass es mit dir und Flan mehr auf sich hat. Was hast du mir verschwiegen? Eine nicht unwichtige Kleinigkeit. Du musst wissen, der König des Nordens, der mich krönte, Eid Findliad, er ermordete Flans Vater und nahm seinen Platz als Hochkönig ein. Dann heiratete er Flans Mutter, wie es der Brauch verlangt. Dann herrscht nicht viel Liebe zwischen euch. Richtig. Für Flan war Eid eine giftige Schlange und jene, die er bevorzugte, ebenso. Sein Vertrauen zu gewinnen wird nicht leicht. Wir haben gerade einen Anschlag auf sein Leben abgewehrt. Das sollte ihn zumindest aufhorchen lassen. Hoffen wir es. Ich werde umgehend nach Dauach aufbrechen. Such mich dort auf, sobald du kannst. Nun, Densen. Wie es weitergeht in der nächsten Folge. Kleine Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.